In diesem Video möchte ich euch einen Tablet-Plan vorstellen. Damit und ganz herzlich willkommen an alle und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch ein Tablet-Plugin vorstellen, welches mal programmiert wurde und komplett kostenlos ist. Was ihr tun müsst, ist, das Plugin bzw. die JAR-Datei in euren Plugin-Ordner zu packen und den Server somit zu starten. Nach erfolgreichem Start sehen wir auch, dass das Plugin hier aktiviert wurde und ich würde sagen, wir betreten erstmal den Server. Wenn wir drauf sind, sehen wir dann auch eine Tab-List mit yourserver.net, unknown server, if you want to report a hacker und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt mal wieder in den Plugins-Ordner gehen würden, sehen wir einmal einen neuen Ordner namens Plus Tablist. Hier gehen wir rein, dann sehen wir eine config.yml, öffnen diese und sehen hier dann erstmal, ja, von wem das programmiert wurde, dann halt einige Informationen bzw. Aliases, welche man verwenden kann und dann hier einmal Heather und Footer, einmal in Englisch und einmal auf Deutsch. Wir haben hier zum Beispiel Player, also %% Player ist der allgemeine Name, den Display Name können wir setzen, den Custom Name, die Welt, wo sich alle Spieler befinden, dann halt wie viele Spieler online sind, wie viele maximale Spieler online sein können, die Server MOTD, den Servernamen, die Server-ID und die Serverversion. Darüber hinaus können wir auch noch einen Zeilenumbruch machen und müssen nicht unbedingt \n benutzen. So, wir könnten jetzt als Beispiel mal %% Display Name verwenden, sagen hier dann direkt nach Report dein Name %% Player, speichern das Ganze ab, reloaden den Server und verbinden uns erneut drauf und sehen auch dein Name PDO Exception. Und ja, wir sehen hier auch, dass das Ganze funktioniert hat. Wir können hier jetzt alle Aliases, welche wir hier benutzen können, ja, verwenden. Und ja, das ist eigentlich schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Jericho. Bis dann und tschüss.